Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play The Book of Unwritten Tales, die Vieh-Chroniken, oder die Chroniken von Vieh, die Vieh-Chroniken. Ja, wir sind jetzt mal stehen geblieben, hier immer noch in Kapitel 2 gestrandet, bei dem kaputten Raumschiff. Offensichtlich sind die Viehs doch außergewöhnlich. So, was war das letzte, was wir gemacht haben? Wir hatten ihr das gebastelt gehabt, das ist hier so, ach nee, warte mal, wir brauchen das Sieb. Genau, das war's. Wir brauchen ein Sieb, was wir letztendlich dann da drüber stellen, damit es dann hier aussieht wie Sterne. Gut, dann machen wir auch mal direkt weiter. Aber die Frage, Einpackpapier. Ich könnte das ja auch einlochen. Oder nicht? Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Puh, was könnte ich denn sonst noch machen? Probier das einfach mal. Nee. Also ich habe jetzt gerade eben mal die... Was? Das Ding immer noch. Wir haben... Ja, okay, da ist nichts mehr. Mache... ich drücke jetzt ab und zu mal hier jetzt die Hilfetaste. Damit ich dann auch weiß, was... nicht nur, was wir uns angucken müssen. Hin und wieder muss ich das dann machen. Aber damit ich auch jetzt auch gerade, wenn ich die Aufnahme neu beginne, dann weiß, was ich hier eigentlich zu tun habe. Mache Layla einen... Was? Mache Layla mit Sternen eine Freude. Ja. Layla, übrigens, das erklärt auch die Frisur. Ähnlich wie Prinzessin Leia. Die Frage ist jetzt natürlich, wo bekomme ich dieses Sieb her? Das ist... Das kann man sich zwar alles angucken, das bringt mir aber nicht sehr viel. Wir brauchen immer noch das Sieb. So, das ist auch, glaube ich, das Ding, was wir als letztes gesucht hatten. Ich gucke nochmal ganz kurz in die Yeti-Küche. Also wie gesagt, ich nutze jetzt nebenbei so ein bisschen diese Hilfetaste, die zumindest interessante Spots zeigt. Ich habe übrigens hier links von mir an der Tapete sitzt so eine kleine Spinne. Die sitzt schon seit gestern Abend da, die lebt aber noch. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, die hat gerade gezuckt. Ich habe eine wahnsinnige Spinnenphobie, by the way. So. Okay, das bringt mir alles nichts. Aber das hier verstehe ich zum Beispiel nicht. Ach. Ein Haken. Ja, für was denn? Für was brauche ich denn einen Haken? Warte mal. Ich könnte... Bringt mir nichts. Okay. Mir wird zwar noch nicht verraten, warum mir das nichts bringt. Aber dann ist dem halt so. Ich versuche hier nochmal... ein, zwei Sachen miteinander zu kombinieren, aber das scheint dann doch relativ wirkungslos zu sein. Kann ich mit dem Haken hier was machen? Nee. Ich suche ja auch eigentlich eher ein Sieb. Was können wir hier an der Lampe machen? Ja, super. Das hilft uns leider gar nicht. Also, was machen wir jetzt? Hier finden wir offensichtlich kein Sieb. Ja, dann geht's wieder raus. Oder? Betrachte die Eiswand. Ist hinter dieser Eiswand irgendwas? Muss mir das irgendwas sagen? Kann ich vielleicht auf die Eiswand ein bisschen einstochern? Nein, kann ich nicht. Vielleicht das Ding hier reinschrauben? Hä? Aber wozu? Was? Wozu denn das jetzt? Okay, warte mal, das verstehe ich nicht. Ich habe jetzt einen Haken hier drin. Warte mal, ich kann die... Schnur? Die tue ich an diesen Haken. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll. Und jetzt? Was mache ich denn mit der restlichen Schnur? Ich verstehe das gerade nicht so richtig. Verlege Schnur. Wo soll ich die Schnur denn noch hin verlegen? Das ist echt eine gute Frage. Hä? Er geht auch nicht weiter weg. Das tut er wohl nicht. Warte mal. Was war hier? Hier haben wir die Holzscheide. Aber bringt es die Holzscheide irgendwas? Ich glaube eher nicht, ha? Ich wüsste jetzt nicht, für was die Holzscheide gut sein sollten.
Das ist sehr eigenartig, muss ich zugeben. Was haben wir hier? Betrachte den Lichtstrahl. Okay. Aber sorry, aber das hilft mir doch gar nichts. Benutze den Gong. Toll. Ihm vielleicht? Nein. Hiermit kann ich nichts anfangen. Warte mal. Nein. Mir ist gerade eben mit dem Papier was angezeigt? Hier. Sag mal, muss ich das anzünden? Ich habe leider keine Ahnung, wie mir das jetzt gerade weiterhelfen soll. Ich habe jetzt... Achso, ich könnte Feuer draus machen. Klar, ich hab so einen Anzünder, aber die Frage ist natürlich... Und das kann ich dann auch miteinander kombinieren, aber ich muss irgendwas auf das Ding draufsetzen, damit es dann anfängt zu brennen. Aber was setze ich denn da auf das Ding drauf? Was spieße ich denn vorne auf, damit das brennt? Das ist echt eine gute Frage. Hier hinten ist jetzt nichts mehr. Na gut, dann gehe ich mal raus. Das heißt, ich muss noch irgendwas finden, was brennt. Okay, ich vermute mal, ein Fisch wird es eher nicht sein. Ja, Platsch. Oder? Kann ich hier reinstochern? Nein, kann ich nicht. Mein kleiner rosa Freund, hast du vielleicht etwas wie einen Stock für mich? Ich brauche einen Stiel für meine Protestschilder. Ich glaube, dass ich mit meinem Protest mehr Leute erreichen kann, wenn ich das Schild höher halte. Das kann durchaus sein. Warte mal. Und dann verbrennen wir das Schild der Greenpeace-Aktivistin? Ja, das klingt gut. Und jetzt? Das ist ja großartig. Du willst etwas dafür haben? Wir müssen uns mal über deine soziale Einstellung unterhalten. Aber ich brauche das Ding. Hier, nimm. Was bekomme ich jetzt? Ah, sehr gut. Nun kann niemand mehr unseren Protest ignorieren. Gut gemacht, kleiner Freund. Gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir... Oh, richtig, die Stille der Natur. Entschuldigung. Das ist eine gute Frage. Ich hatte gerade übrigens per SMS gefragt, ob was vom Asiaten mitgebracht werden soll. Ich sag mal, wenn du das lieber magst als Pizza. Dann mach ruhig. So. Ja, nicht nur Let's Play aufgenommen, sondern auch dafür gesorgt, dass man sich hier noch ernährt. Hervorragend. Sehr gut. Das Ding lässt hier wahrscheinlich jetzt nicht los, ne? Ich würd's. Okay, alles klar. Vielleicht, wenn ich hier nochmal drauf anspreche? Ja? Nee, okay, alles klar. Gut, dann machen wir halt alles Step by Step. Dann nehmen wir jetzt das Sieb und legen das Sieb über die Alarmleuchte. Und dann haben wir voll romantisches Sternenlicht. So. Ich frage mich, wenn dieser Pinguin jetzt eigentlich mehr hops geht. Entschuldigung. Ich meine, der hat jetzt... Ja, unser letztes Safe-Game ist jetzt mal eine Woche her. Das heißt, der hat mal locker eine Woche jetzt hier drauf rumgeturnt. Oh, na gut. Jeder so, wie er will. So. Bam! Jetzt erwarte ich aber instant eine Reaktion. Sterne. Jetzt werden kleine Viehkinder produziert. Lacto. Oh, ist das nicht süß? Ist sie ja gerade in die Titten gegangen? Oh, Moment.
Der Blick ist. Also, hier ist mal köstlich. Nicht Freund! Nicht in 1000 Jahren. Du hast einen Helden wie aus den alten Liedern verdient. Will keinen. Einen strahlenden Kämpfer für das Gute, einen. Nicht so einen. Du, Bursche, du wirst dich meiner Tochter nicht mehr nähern. Du wirst dich zukünftig aus allem heraushalten. Steh uns nicht ständig im Weg! Und du, du hältst jetzt deinen vorlauten Schnabel und kommst mit. Es kann nicht mehr lange dauern, bis er kommt. Wer kommt? Alle ins Heiligtum. Was? Beeilung, verschließ das Tor. Bleiben, helfen. Nein, bring dich in Sicherheit, mein Engel. Mamulu. Bleiben. Was passiert jetzt? Und wer kommt jetzt? Ah! Nun? Munkus. Wo sind meine Maschinen? Habt ihr unser Herz? Natürlich! Das Herz? Also, ich dachte jetzt schon, das wäre ein wichtiges Herz. Das sieht aber nach Kristallen aus. Das Herz für eine unserer Erfindungen. So lautet die Abmachung. Für eine Waffe, die mir Macht und Ansehen bringt. Also, was habt ihr für mich? Es wird euch reich und einflussreich machen. Was soll das? Wofür habe ich euch all den Schrott besorgt? Wo ist meine Waffe? Wir geben dir keine Waffe, aber dieses Gerät wird... Das ist doch ein Gameboy. Ich korrigiere, es war ein Gameboy. Wir haben ein kleines Kommunikationsproblem. Daher will ich mich deutlich ausdrücken. Ihr Scheißviecher werdet hier bleiben, bis ihr mir gebaut habt, was ich haben will. Dann, vielleicht, denke ich darüber nach, euch euer kostbares Herz zurückzugeben. Haben wir uns verstanden? Aber wir werden keine Waffen für euch bauen. Wir werden... Oh, ihr werdet! Sehr gut. Okay, er gehört zwar zu den Bösen, aber die Fresse hat er schön gestopft. Schade, wenn das Herz zerstört werden würde. Ihr verdammter Lügner! Nein! Du bist die Tochter dieses alten Narren, oder? Ruhe lassen! Ruhe lassen, Ruhe lassen! Manchmal frage ich mich, wie ihr so etwas bauen konntet. Euer Geheimnis, euer Heiligtum. Baut mir die Maschine und ich gebe mich vielleicht damit zufrieden. Das Herz? Mitgenommen. Er will, dass wir das hier bauen. Eine Waffe. Hexer. Böse. Es ist vielleicht unsere einzige Chance, das Herz zurückzubekommen. Wer sollte es uns sonst beschaffen? Wärst du unsere letzte Hoffnung, wäre alle Hoffnung verloren. Bringt mich hinein. Ich muss nachdenken. Nicht helfen. Ich werde ihm nicht helfen. Unsere Technologie in den Händen dieses Monsters? Undenkbar. Und Herz? Ich werde mir etwas einfallen lassen. Versuche es. Brauchen Hilfe. Heißt das, ich soll jetzt zusehen, dass ich das Herz bekomme? Ja, das ist eine... Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich stecke hier mitten im Schnee fest. Hexer böse. Herz gestohlen. Nicht zurückgeben. Kein Herz, keine Energie. Müssen hier bleiben. Brauchen Hilfe? Okay,
Vielleicht ist ja jetzt schon die Zeit gekommen, wo Nathan abgestürzt ist. Ich schau mal. Weil jetzt war ja gerade noch die Zeit vor dem Absturz. Wie läufst denn du zurück? Da habe ich gar nicht hingedrückt. Oh, oh. Gut, da haben wir ihn, würde ich sagen. Unverschämtheit. Sehr gut. Hey, Sie! Das hier ist ein von Petra geschütztes Naturschutzgebiet. Und wenn Sie nun auf einem der Pinguine gelandet wären, was dann? Oh. Oh. Naja, da kommt der schizophrene Yeti wieder. Was ich mich natürlich allerdings frage, wie schafft dieser kleine Mann in diesem großen Kostüm so eine Kraft zu entwickeln? Weil der muss ja Nathan auch tragen und der wirkte ja in dem Kostüm, wirkte er schon sehr mickrig. Hm, hab ich verstanden. Ja. Okay. Verstehe. Na gut. Dann gucken wir mal. Warum ist er eigentlich hierhin zurückgerannt? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist relativ easy. Wir müssen jetzt da hoch. Hm? Psst. Hilfe. Komm her. Dann lass dir was einfallen. Okidokili. Und ich habe so das Gefühl, es wird hiermit zu tun haben. Der Yeti hat jetzt... Warte mal, Salzstreu? Das ist aus der Salzstreu, auf dem der ausgerutscht ist. So. Ist allerdings die Frage, was mache ich damit? Mit Salz kann ich doch zumindest Wasser zum Schmelzen bringen. Super. Ich dachte, der läuft dann darüber. Tut er natürlich nicht. Nee, macht er nicht. Okay, alles klar. Gut, das heißt, wir... wir werden uns was einfallen lassen müssen. Und das wird höchstwahrscheinlich damit zu tun haben. Das heißt, wir bräuchten jetzt eventuell das Schild, was wir vorhin gebastelt hatten. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir reden einfach mal mit ihr. Ja und? Hm? Hast du das gesehen? Das ist Umweltverschmutzung. Ich würde das hier gerne nehmen. Das zu mir. Uh-uh. Funktioniert anscheinend nicht. Okay, alles klar. Ach, nee, funktioniert auch nicht. Schade. Immer noch keine Ahnung, was ich mit dem Salz machen soll. Hm? Fische salzen? Nein, auch nicht. Okay. Mit was lenken wir diesen Kollegen jetzt ab? Echt eine gute Frage. Mal gucken, was uns hier alles zur Verfügung steht. Vielleicht hat es uns ja nicht ohne Grund hier hingebracht. Wir schauen mal. So, also wir haben hier unten den Koch zur Verfügung. Wir haben allerdings auch den Fischbock. Nein, nicht mitnehmen. Brauche selber. Das halte ich für ein Gerücht. Lass uns mal reden, mein Freund. Uladulaha. Na schön, danke auch. Also, entweder sagen wir Pudulupud. Kolomar Krischoluk, komm. Oder Chesarabuyak. Oder natürlich Yakoluk Birigal. Aber ich vermute mal, das letzte werden wir nicht nehmen, weil das bedeutet ja, dass das Gespräch beendet werden muss. Ich sag mal, wir gehen die Gesprächsoption von oben durch und nehmen Pululuput. Mams Fatz. Pudelup. Ja. Xadalupa? Ah,
Bulladulaha. Was? 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 Sehe nichts. Sehr gut. Oh, grandios. So, dann ist die Frage, mit was wir das hier schon mal kombinieren können. Also mit dem Zeug, was wir haben, können wir es nicht machen. Die Frage ist, was brauchen wir noch? Also ich könnte diesen Vierbein, normalerweise setzt du ja, was setzen, also diesen Vierbock, da setzt du ja normalerweise eine Flamme drunter. Und ich vermute mal, wir haben ja nachher mit Flammen zu tun, vielleicht hilft uns das, ich weiß es nicht. Schauen wir erstmal rein, was wir eventuell drinnen noch haben. Nicht viel. Wir können ja oben erstmal Bericht erstatten, vielleicht hilft uns das irgendwie. Hallo. Sehr schwach. Zu Hause Hilfe. Ja. Okay. Ich weiß, warum man sich für dieses Addon entschieden hat. Also ganz offensichtlich konnte man den, ich sage mal, den Autor nicht ganz so bezahlen, wie man es gerne gehabt hätte. Nein? Wahrscheinlich nicht. So, was haben wir noch? Mit dem Hammer schon geredet. Befreie den Menschen aus den Kochtöpfen. Ja, das ist schon klar. Aber hier haben wir nichts weiter zur Verfügung. So, den Vierbock. Ist der Koch weg? Hat er uns noch was hinterlassen außer dem Vierbock? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Dann geht's weiter. Hier kann man auch gar nichts mehr machen. Die Frage ist, gucken wir uns jetzt nochmal ganz kurz das Schiffswrack an. Ich würde sagen, ja. Das war's jetzt schon. So ein großes Ding und dann nur... Ich drücke jetzt mal auf Betrachte das Eis auch. Ich weiß haargenau, dass mir das überhaupt nichts bringt. Warte mal, Wasser. Nee. Wasserbombe? Ah. Okay, jetzt habe ich eine Wasserbombe. Habe ich keine Ahnung, wie man das helfen soll. Ich könnte die alte hier beschmeißen. Sag ja zu nein. Ja, sehr gut. Aber die gibt uns das natürlich immer noch nicht. Das ist... Das können wir uns abschmatzen. Und das war das Frack. Ja, okay, alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, war das jetzt ergiebig genug. Also wir haben jetzt eine Wasserbombe. Wir hätten doch wohl was mit einer Wasserbombe anfangen können. Also ich probiere es mal mit dem Vierbock. Den würde ich hier draufstellen. Genau, also das scheint zu funktionieren. Ach so. Ich verstehe. Ich verstehe. Leg ich die Schnur? Das bringt mir irgendwie auch nichts. Wo soll ich denn die... Verlege die Schnur. Eisfläche. Dass da extra eine Eisfläche ist, das kann ja auch nicht von ungefähr kommen, oder? Hilft mir alles nichts. Hä, den Salzstreuer mit dem Seil? Nee, ich wollte schon sagen. Ich könnte das Seil irgendwie kappen? Nee, auch nicht. Einmal haben wir noch die. Haben wir noch die Waage zur Verfügung, da passiert aber auch nichts. Wir haben die Eis.
Raumfläche. Was war das denn hier? Das ist ein großer Eiszapfen. Sag mal, der taut doch gerade. Dann fange ich hier unten das Wasser auf? Nee, was mache ich denn damit? Stell die Waage. Und die geht dann hoch. Und die kann ich... Aber was lege ich denn auf die andere Seite der Waage? Das macht keinen Sinn. Okay. Jetzt nehme ich das Seil und leg's da dran. Und dann... Ah, dann klingelt das Ding automatisch, sobald genügend Wasser drin ist. Okay. Na super. Viehchroniken abgestürzt. Sehr gut. Mensch, so wünscht man sich das. Programm schließen. Ach, fick doch die Henne, ey, wirklich. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum stürzt denn dieses verfickte Programm ab?